Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Forza Motorsport. Und wir sind hier im BMW M4 Competition Coupé von 2021 unterwegs. Ja, ich würde jetzt sagen, wir sind hier im Builders Cup, sind wir aber tatsächlich nicht. Ich melde mich kurz aus dem Schnitt. Natürlich führen wir hier die BMW M-Reihe weiter, die sich entwickelt hat und wirklich entwickelt hat. Denn dieses Video habe ich als allererstes BMW M-Fahrzeug eigentlich aufgenommen. Und dann hat sich der Rest eigentlich mehr oder weniger zufällig entwickelt. Aber passt ja ganz gut rein in die BMW M-Reihe. Von daher spreche ich in dem ersten Rennen davon noch nicht. Das zweite Rennen nehme ich danach auf. Also zwischen dem ersten und dem zweiten Rennen liegt sehr viel Zeit. Von daher wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß damit. Ich werde das Video jetzt aber trotzdem in dem Style des Builders Cups aufbauen. Sprich, wir fahren mehrere Rennen. Jetzt fahren wir einmal komplett Serie. Gucken uns an, wie er sich Serie verhält. Und dann tunen wir ihn zusammen und fahren ihn wieder. Machen uns quasi unseren eigenen Builders Cup. Denn so habe ich die Möglichkeit, andere Autos mit reinzunehmen, auf die ich gerade Lust habe und die ich euch gerade zeigen möchte. Und wir haben trotzdem diese Aufbauphase, welche ich an sich eigentlich ganz cool finde, diese verschiedenen Steps des Autos zeigen, wie sich das Auto entwickelt. Ich denke mal, das gefällt euch auch. Schreibt es mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, wenn ihr noch Verbesserungsvorschläge habt. Wenn wir jetzt das selber machen, was wir ändern können oder ja, was wir generell anders machen können. Boah, wollte ich euch ja mal kurz von der Seite zeigen. Hau ich es gleich. Also, man kann auf jeden Fall sagen, er ist relativ hecklastig. Also, und natürlich ist ein heckangetriebenes Fahrzeug hecklastig, ja. Aber was ich meine ist, ich habe eben so in der einen oder anderen Kurve, ihr habt es vielleicht gesehen, ist mir schon so ein bisschen das Heck gekommen, jetzt hier in der Kurve gleich, die jetzt hier auch gleich wieder kommt. Gucken, wie er sich hier... Ja, wird hinten leicht. Also ich würde auf jeden Fall sagen, das Erste, was ich hier mache bei dem, sind die Reifen hinten breiter. Das ist, denke ich mal, so der erste Step, den ich machen werde. Ja, er braucht auf jeden Fall hinten breitere Reifen. Dass er hinten ein bisschen mehr Traktion bekommt. Er schiebt auch ganz schön über die Vorderachse. Also untersteuern. Müssen wir gleich mal gucken, dass wir das vielleicht auch rauskriegen. Können wir noch nicht so viel einstellen, aber vielleicht können wir uns die Querlenker auch schon holen, dass wir da ein paar Einstellmöglichkeiten machen können. Also ihr seht schon, das Erste, was wir machen werden, ist, dass wir so ein bisschen ans Handling gehen. Ja, auch fahrwerkstechnisch würde ihm Fahrwerk hier auf jeden Fall nicht schaden. Dafür, dass es ein M4 Competition sein soll. Ich will jetzt nicht sagen, es ist ein Boot. Da haben wir schon Fahrzeuge gehabt, die schlimmer sind. Aber doch schon... Da ist schon Bewegung im Fahrzeug auf jeden Fall. Aber ich meine, gut, er hat auch 509 PS. Aus einem 3 Liter Turbo aufgeladenen Motor. Dann müssen wir mal gucken, wie wir den gezähmt kriegen. Und wie gesagt, dafür gehen wir jetzt erstmal auf Handling Performance quasi. Weil leistungsmäßig würde ich jetzt nicht sagen, dass er zu wenig hat. Ich werde mir jetzt zwischen diesem Rennen und dem nächsten Rennen den Wagen ein bisschen hochfahren. Dass wir da ein bisschen Platz haben zum Ausprobieren. K-Punkt technisch werden wir natürlich jetzt auch nicht gleich einen Vollaufbau machen. Wir gehen jetzt ran und verbessern ein bisschen. Und dann kriegen wir also... Ich denke mal, dass wir das auch so machen, so wie sonst im Builders Cup, wie ich es auch gemacht habe. So 2 bis 3 Folgen.
je nachdem, das Auto bestimmt das natürlich auch immer ein bisschen mit. Wo geht's LI-technisch hin? Was macht Sinn? Ihr kennt das Prinzip. Zumindest die, die schon mehrere Videos bei mir gesehen haben, wer noch nicht und jetzt hier neu ist. Schön, dass du da bist. Und ich mach das immer so. Sprich, im nächsten Rennen haben wir dann quasi die Serie plus. So mit den Sachen, die man vielleicht auch selber noch machen würde. Hey, sind wir mal ehrlich. Also, hier mit Hubraum erweitern und Ventile und dies und jenes und alles. Das sind die wenigsten, die das wirklich machen. Bei dem, also das, was wir hier bei den Autos im Spiel machen, machen die wenigsten auch nicht. Allerdings mal andere Felgen drauf, breitere Reifen, tiefer legen. Das ist, denke ich mal, noch was, was relativ viele machen. Stabis ändern ist halt schon wieder, das machen nicht viele, machen wir hier in Forza Motorsport trotzdem standardmäßig und auch relativ am Anfang. Weil in den Bereich geht man denn echt einfach nicht, dass man das braucht. Oder die wenigsten tun dieses. Weil da muss man wirklich auf einer Rennstrecke unterwegs sein, dass man da einen Unterschied spürt. Und dann würde ich auch sagen, spürt das auch nur ein guter Fahrer. Aber, naja, wir sind ja eh alles gute Autofahrer, oder? Also spüren wir auch alle den Unterschied. Aber sonst im Grunde eigentlich ein schönes Fahrzeug. Es hat zwar so seine Baustellen, die ich ja eben angesprochen habe, die ich gerne verbessern würde. Was jetzt allerdings auch nicht so schlimm ist, dass ich jetzt sagen würde, ich würde das Fahrzeug so gar nicht fahren. Also das nicht. Und nebenbei, wenn wir das Ganze hier schon selber bestimmen, könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, was ihr euch zu Strecken wünscht. Ich meine, wir haben ja schon ein paar zur Auswahl und dann können wir auch die Strecken fahren, die ihr gerne sehen würdet. Von daher habt ihr die Möglichkeit, den Content so ein bisschen mitzubestimmen und euch vielleicht auch ein Auto zu wünschen, was ihr gerne sehen würdet, womit wir das Ganze machen. Das könnt ihr mir alles in die Kommentare schreiben und dann machen wir das ganze Ding einfach gemeinsam. Und von daher würde ich sagen, wir machen kurz einen Cut und dann geht's mit dem nächsten Rennen weiter. Und damit gehen wir in das nächste Rennen mit unserem BMW M4 Competition. Und ich habe es in der Anmod schon mal kurz nach dem Cut hinzugefügt oder ergänzt. Inzwischen hat sich ja hier eine richtige BMW M-Reihe videotechnisch entwickelt bei mir auf dem Kanal. Das Ganze ist so ein bisschen zufällig entstanden. Aber wenn ihr euch die Videos angeguckt habt, dann habt ihr das eh schon mitbekommen. Inzwischen haben wir jeden 3er BMW bzw. 3er, 4er BMW in der M-Version uns angeguckt. Hier von dem aktuellen haben wir leider nur die Competition-Variante in Anführungsstrichen und nicht den CSL. Aber auch vielleicht kommt der ja auch nochmal ins Spiel. Und wenn nicht, bauen wir uns einfach den CSL, zumindest leistungstechnisch. Habe ich schon mal geguckt, kriegen wir das hin? Und ich habe in dem letzten Rennen gesagt, man könnte ja mal so ein bisschen realistisch tunen, sage ich mal. Also das, was der normale Autofahrer auch hinkriegt, wenn er kein Profi-Tuner ist. Und das habe ich jetzt hier auch mal ein bisschen umgesetzt. Wir sind vom LI knapp über 700. Haben vorne und hinten die breitesten Reifen drauf, was möglich ist, Forza-technisch. Zusätzlich habe ich die Reifenmischung ein bisschen verbessert. Wir haben Straße, Sport und Rennen zur Verfügung und ich habe mich für die Sportvariante entschieden. Stehen dann quasi für gute Sportreifen der verschiedensten Hersteller.
Und das ist ja, sag ich mal, Felgen, Reifen, das ist eins der ersten Sachen, was man locker machen kann. Zusätzlich habe ich ein Sportfahrwerk reingesetzt. Gut, unsportlich war er vorher auch nicht, aber der fährt sich nicht mehr wie ein Schiff. Was haben wir noch gemacht? Ich muss kurz auf die Kurve. Ja, zu spät angebremst hier. Zusätzlich haben wir einen Auspuff gemacht, haben wir so ein bisschen mehr Leistung. Auspuff ist vielleicht heutzutage nicht mehr das, was man bei einem BMW M machen würde. Allerdings können wir auch sagen, wir hätten Chip-Tuning gemacht. Und dadurch ein bisschen mehr Leistung. Also das könnt ihr euch aussuchen. Reell ist jetzt hier der Auspuff drin, aber könnte auch für Chip-Tuning stehen. Zudem haben wir noch eine Domstrebe eingesetzt, also die Fahrwerksverstärkung, die erste Stufe, nicht den Käfig, sondern halt der Käfig wäre die zweite Stufe und wir haben die erste Stufe genommen. Und ein bisschen Gewicht haben wir rausgehauen, 45 Kilo an der Zahl. Das ist auch die erste Gewichtsreduktion. Wir sind jetzt hier insgesamt deutlich noch nicht auf dem Niveau, wie es der BMW M4 CSL wäre. Da fehlt uns noch ein bisschen was hin. Er hat nämlich nochmal eine Stufe weniger Gewicht. Und ja, 45 Kilo. Wir haben den Kofferraum mal aufgeräumt, leergeräumt. Alles, was man nicht braucht, raus. Vielleicht hat man noch die Rücksitzbank rausgeschmissen. Nochmal eine Türpappe entfernt. Also 45 Kilo, ja, muss man sich schon für anstrengen, denke ich mal, aber sollte im Bereich des Möglichen liegen. Und das war's auch schon, was wir gemacht haben. War kurz am Überlegen, schon die Bremsen zu machen, aber ja, ist, denke ich mal, auch eher nicht so das, was man zuerst macht. Ist schon ein bisschen weiter ins Tuning reingehen. Und ja, ich habe uns hier jetzt einfach mal Nürburgring 3 Runden rausgesucht. Und denke mal, das ist eine ganz gute Länge, um so die verschiedenen Steps des Autos anzugucken. Und ich kann, denke ich mal, sagen, dass er sich auf jeden Fall besser fährt. Natürlich, man kann da noch einiges machen. Auch Stabis habe ich noch nicht eingesetzt. Werde ich jetzt im nächsten Step auf jeden Fall einsetzen, weil wenn wir jetzt den BMW M4 CSL nachbauen wollen, denk mal, BMW wird da schon hingehen können, ganz locker mal die Stabis zu ändern. Und das ist dann auch noch nicht der letzte Step, den wir machen. Der letzte Step ist dann quasi, ja, ein getunter CSL nochmal. Und deswegen ist er aktuell auch noch nicht auf einer Leistungsklasse, die hier irgendwie 700 oder 800 oder irgendwas Rundes, sondern einfach, um so ein bisschen die Geschichte des Tunings mit aufzugreifen und hier die Zwischensteps zu haben und mal gucken, wie es sich auswirkt. Aber im Großen und Ganzen kann man, denke ich mal, sagen, dass sich der Wagen schon deutlich besser fährt. Und ich denke mal, wir werden hier ein schönes Tuning auf 800 hinterher rauskriegen, was da auch definitiv gut fahren wird. Weil wir haben performance-technisch, also fahrwerkstechnisch, noch ein bisschen Luft. Und leistungstechnisch auch. Aber das gucken wir uns dann gleich in dem nächsten Rennen an. Sprich, wir machen einen Cut. Ich baue das Auto um. Und für euch geht es dann gleich ins nächste Rennen. Bis gleich. Für das nächste Rennen sind wir auf Kyalami und
leistungstechnisch fahren wir hier jetzt auf jeden Fall im BMW M4 CSL. Ja, wir haben noch keine Carbon-Sitze und sowas, das können wir nicht. Aber wir kommen trotzdem gewichtstechnisch sehr gut ran. Denn original hat er 1625 Kilo und ich habe ihn hier auf 1623 Kilo gebracht. Die 1625 Kilo sind das Leergewicht nach DIN. Sprich, da ist auch ein Fahrer mit eingerechnet Flüssigkeiten. Und ich glaube, als Fahrer ist ein Fahrer mit 80 Kilo mit eingerechnet. Ja, wiegt unser Fahrer hier halt 78 Kilo. An die Leistung sind wir genau rangekommen. 550 PS. Dafür haben wir den Auspuff und die Zündung eingebaut. Beziehungsweise den Auspuff hatten wir eben schon, aber jetzt haben wir zusätzlich noch die Zündung. Wir kommen genau auf diesen Wert. Also leistungstechnisch genau das, gewichtstechnisch fast genau das. Reifentechnisch auch genau das, denn ich habe jetzt hier die Rennreifen drauf. Und BMW hat auf ihrer eigenen Website stehen, dass der Wagen mit Ultra-Track-Reifen ausgeliefert wird. Also wenn damit keine Rennreifen gemeint sind, dann weiß ich alles. Sorry. Ja, wir fahren hier wieder 3 Runden. Das ist, denke ich mal, so eine ganz gute Rundenzahl, wenn wir hier ein paar Rennen fahren mit verschiedenen Aufbauten. Damit das Ganze nicht zu lang oder zu kurz wird. Die Startreihenfolge mache ich jetzt, wenn ich die Rennen selber erstelle, einfach auf zufällig. Dürften wir da auch mal ein bisschen Abwechslung haben. Wenn ich als erster starte, dann würde ich es, glaube ich, einfach nochmal neu starten. Dass wir nicht als erster starten. Ein bisschen Berührung gab es hier. Aber nichts Schlimmes. Wir sind auch schon wieder auf den zweiten Platz vorgefahren. Haben hier sogar noch 1,5 Runden. Ich würde sagen, da kriegen wir den ersten da vorne vor uns noch. Ich habe jetzt allerdings gar nicht drauf geachtet, auf welchem Platz wir gestartet sind. Also unser CSL-Nachbau lässt sich auf jeden Fall richtig gut fahren. Und wir sind jetzt auf einem LI von 747. Also wir haben noch ein bisschen Luft zu 800. In Sachen Grip haben wir jetzt eigentlich alles verbaut. Wir könnten gewichtstechnisch noch ein bisschen was rausnehmen tatsächlich. Denn ich habe jetzt zweite Gewichtsreduzierungsstufe drin, plus Ballast, weil sonst wäre die zu krass gewesen. Aber das können wir vielleicht auf dem 800er LI gleich nochmal machen. Und ich denke mal, dann sollte auch noch ein bisschen Leistungszuwachs drin sein. Und ich denke mal, auf 800 ist ein ganz sinnvoller LI, ich gucke das gleich, ob wir noch höher kriegen. Also das werdet ihr auf jeden Fall gleich im nächsten Rennen hören. Was hier pauschal möglich wäre. Ich kann aber schon mal so viel sagen. Ich bleibe hier beim Serienmotor und beim Serienantrieb. Ich werde hier nicht auf Allrad gehen oder irgendeinen anderen Motor. Sehen, wir ziehen dem Feld hier echt gut weg. Also performance-technisch
lässt der Wagen sich jetzt echt wunderbar fahren. Ich denke mal, 747 ist auch ein realistischer LI, den der M3, M4 CSL dann haben könnte. Und dann für die nächste Strecke haben wir eine ganz besondere Strecke. Ihr habt es wahrscheinlich schon im Thumbnail gesehen. Und das Thumbnail werde ich jetzt auf der letzten Strecke machen. Mit dem finalen Ausbau dieses Autos. Jetzt ganz neu im Spiel. Die Yas-Marina-Strecke. Und da würde ich sagen, sehen wir uns auch gleich wieder. Und bis dahin machen wir einen kurzen Cut. Und da sind wir in dem letzten Rennen für den BMW. Jetzt hier die verbesserte Variante. Und das Ganze natürlich, wie versprochen, auf Yas Marina. Wir starten hier im Sonnenuntergang. Mit fliegendem Zeitfortschritt natürlich. Und maximalen Zeitfortschritt, also... Ich habe jetzt hier 24-fach eingestellt, sodass wir wirklich, wie es in dem Eröffnungsrennen der Formel 1 war, von hell nach dunkel fahren. Und so wird jetzt die Sonne hier gleich untergehen. Es wird gleich Nacht werden und die Beleuchtung wird einsetzen. Und ich kann euch schon mal sagen, das sieht auf dieser Strecke echt atemberaubend aus. Ja, hier kommen wir uns ein bisschen nah. Manchmal nicht ausgeschlossen. Aber kommen wir nochmal zu dem Auto. Was haben wir denn jetzt gemacht? Wir haben ihn jetzt aktuell auf 800 aufgebaut. Ich habe eben schon gesagt, das letzte Rennen für ihn. Das heißt, wir werden ihn nicht auf 900 aufbauen. Und um auf 900 zu kommen, müsste man Motorswap machen, Antriebswap und allem drum und dran. Dann würde man ihn sicher auf 900 bekommen. Aber das war jetzt nicht mein Ziel. Ich habe jetzt hier einen sinnvollen Aufbau auf 800 gemacht. Den Serienmotor drin, haben einiges leistungstechnisch gemacht und natürlich auch gewichtstechnisch noch mal ein bisschen optimiert, im Gewicht rausgenommen und sind jetzt bei 1405 Kilo, haben mit dem Ballast die 50-50 Verteilung, sehen wir es auch schon in unserem Auto, geht schon mal Licht an, hier überall um uns rum sind die Lichter an. Und der Wagen hat jetzt zusätzlich natürlich auch ein bisschen Leistung bekommen. Wir kommen hier auf 645 PS bei 824 Newtonmeter Drehmoment. Also langsam ist anders. Zusätzlich habe ich den Wagen so eingestellt, dass er eher ein leichtes Übersteuern hat als Untersteuern. Kann ich persönlich einfach besser mit umgehen. Leider ist damit allerdings auch die Kurve mal komplett verpasst. Die Gesamtzeitstrafe beträgt etwa 2,5 Sekunden. Ja, das lag allerdings nicht am Auto, das lag am Fahrer. Aber gut, kommt halt manchmal vor. Hier macht auch einer auf Safety Car. Ist mir egal, überholen wir trotzdem. Ja,
habe ich gerade zwar eben schon kurz versucht zu sagen, oder kam der Verbremser. Leider haben wir ein bisschen Lift of Oversteer mit eingebaut. Nicht ganz so schön, lässt sich aber noch, ist aber noch kontrollierbar, sagen wir es mal so. Jetzt gehen wir in die letzte Runde hier auf Yas Marina. Komplett in der Nacht. Komplett mit Beleuchtung. Und das ist auch das Besondere an dieser Strecke. Dass es hier Nacht ist, sehen wir eigentlich nur, wenn wir in den Himmel gucken oder ein bisschen weiter entfernt. Und diese Strecke ist so gut ausgeleuchtet, dass man den Unterschied hier wirklich kaum merkt. Was man dafür allerdings merkt, ich hoffe, man sieht es im Video nicht ganz so stark, dass es doch erheblich auf die Leistung geht, rechnertechnisch. Und ja, ich habe jetzt nicht den schlechtesten Rechner mit einer 3090. Also ihr seht, das ist schon ein bisschen rechenintensiv, die ganzen Lichter und alles, die ganzen Effekte. Eben schon einmal ein Rennen abgebrochen, nochmal neu gestartet. Noch mal geguckt, aber ich krieg's nicht besser hin. Also vielleicht, wenn ich die Grafik noch weiter runterstellen würde, aber das wollte ich dann auch nicht. Von daher nehmt's mir nicht übel. Da wird aber, denke ich mal, demnächst auch noch mal eine Optimierung für die Strecke kommen. Sobald es da natürlich was Neues gibt, teile ich euch das auch mit, aber so zumindest erstmal meine ersten Eindrücke hier. Sieht hier natürlich genial aus. Dieses komplett leuchtende Gebäude. Ist leider passen und weiß nicht, was es ist. Aber könnte tatsächlich ein Hotel sein. Aber um die Strecke rum sind natürlich viele Hotels verteilt. Ja, den ersten kriegen wir nicht mehr. Aber hier kriegen wir sogar nochmal Feuerwerk. Und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Das Übliche. Und damit sage ich Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.